Herzlich willkommen im PSI Shop. Mein Name ist Alex. Mein Name ist Jürgen. Und wir möchten euch heute unser neuestes Gerät vorstellen, und zwar die Kinect. Wir haben darauf geachtet, dass wir das Gerät möglichst leicht bauen und möglichst ausbalanciert. Also sie ist wirklich leicht, wenn man die so auf einem Finger hängt. Ja, ist überhaupt kein Problem. Ein Powerpack mit 8 AA-Batterien speist den Kinect-Sensor. Jetzt sollte ich den Deckel verkehrt drauf geben. Kann man aber auch richtig machen. Verhält er nämlich nicht. Ja, das Gerät ist relativ leicht zu sagen. Ich zeige es einmal her. Ja. Also ist ordentlich drauf. Ja, voll. Ja. Das Gerät ist sehr leicht zusammenzubauen. Ja, was ich sagen wollte, die Kinect gibt es wahlweise mit oder ohne 10 Zoll Windows Tablet. Das ist dieses Tablet mit Tastatur. Und das Coole daran ist, schnapp einfach runter damit. Ich leg das mal daher. Totale Mobilität. Totale Mobilität. Wir montieren den Tablet-Halter. Mir gefällt es besonders gut, dass es alles so easy zum Installieren geht. Dann sparen wir das Tablet ein. Es hat zwei USB-Anschlüsse. Nach links ausgerichtet. Geht ganz leicht dann einfach so einhängen. Es fällt wieder runter. Und dann haben wir da hinten. Die obere Klammer fällt wieder runter. Einen Drehknopf. Ja. Und damit ist es arretiert. Genau. Super. So. Dann. Tablet dran, natürlich einstecken. Ja, so. Auf einem der beiden USB-Ports ist es, glaube ich, egal auf welchen, gell? Genau, auf welchen USB-Port ist egal. Da ist ein kleiner Schalter für die Stromversorgung vom Kinect-Sensor. Ja, da hinten ein Powerpack quasi. Ja. Aktivieren. Dann schaut das Ganze so, also haben extra. Und entschuldige, dieses Powerpack, damit ist jetzt der Sensor mit Strom versorgt. Genau, das ist rein für den Sensor. Das Tablet, der Akku hält ca. 2 bis 3 Stunden. Wir haben das USB-Kabel absichtlich verlängert, weil im Original entspannt es immer wieder und das ist sehr unangenehm. Hinten am Tablet ist ein kleiner Schalter. Drücken. Ja, oben an der Oberkante. An der Oberkante. Ja. Bis das Gerät startet. Jetzt spiegelt es natürlich, das sieht man wahrscheinlich sehr viel von meinem Shirt. Nein, das sehr, passt schon. Geht's? Das passt schon, ja. Ja, Tablet fährt hoch. Ja. Man sieht es kaum, weil unsere Taskleiste dunkel hinterlegt ist. Hier unten ist der Kinect-Button. Einmal klicken. Fenster öffnet sich. Dann hier auf Tools klicken. Da steht dann Kinect Explorer. Die Software ist von uns komplett vorinstalliert, also Plug and Play. Dann auf Run. Damit öffnet sich dann das eigentliche Kinect-Fenster. Der Sensor wird gesucht. Und da ist das eigentliche Kinect-Fenster. Aus. Das spiegelt schon ziemlich stark, aber jetzt sieht man auf der linken Seite halt und das normale Bild und auf der rechten Seite oben sieht man leider schlecht, genau, sehr verspiegelt ist diese Kinect-Sensor-Bild. Vielleicht ein bisschen drehen? Ja, so ist besser. Ja. Auf der rechten Seite, da sieht man schon was. Gewohnt ist man das Ganze aber anders aus den Episoden, da haben wir das Bild mittels View und Switch umgedreht. Ja, Menüpunkt View und dann Switch auswählen. Ja. So ist das. Wir haben dann ein kleines Zusatztool eingebaut. Eingebaut ist gut. Installiert, eine kleine Zusatzsoftware, eine Freeware. OCam für Bildschirmaufnahmen. Habe ich das jetzt ordentlich angeklickt? Ja, ist so.
In den Einstellungen kann man die Auflösung und die Bildwiederholungsrate einstellen und auch den Speicherort. Der Speicherort ist in unserem Fall jetzt das Desktop. Man hat nichts weiter zu tun, als auf Aufnahme zu drücken. Und die Aufnahme startet und danach gleich der Aufnahmetimer. Wir kehren zurück zur Kinect. Ja, und die Ermittlung kann starten. Mhm. Dann geht es schon direkt los. Ja, wenn man mit der Ermittlung fertig ist, Fenster schließen, mittels dem Kreuz, hier auf Stopp drücken, der Timer stoppt, es steht hier beenden. Bei längeren Videos kann es wirklich in seltenen Fällen bis zu 5 Minuten dauern, dass das Video abgespeichert ist. Man sollte diese Zeit einberechnen mit der Akkulaufzeit, dass auch keine Daten verloren gehen. Der einzige, möchte ich mal sagen, Nachteil, der nicht wirklich ein Nachteil ist, von dieser OCam-Software, wenn man sie schließt, geht ein Werbefenster auf mit einem kurzen Countdown, bis man das wegklicken kann. Ja, möchten Sie das kaufen, bla bla bla. Und wenn man schließen geht, öffnet sich noch zur Krönung der Browser, der noch einmal nachfragt, möchten Sie das kaufen? Nein, wollen wir nicht. Wir schließen das wieder. Aber wie gesagt, das ist eine sehr gute Gratis-Aufnahmesoftware und ich glaube, da kann man damit leben. Das Video kann über USB-Stick oder auch online über WeTransfer, wie Sendit, dann auf den Arbeitsplatz transferiert werden. Ich öffne jetzt das letzte Video, also das war gar nicht das letzte Video. Da sehen wir dann nochmal, was die Software aufgenommen hat. Die ganzen Schritte, die wir vorher durchgegangen sind. Nur eben das ist jetzt das Video davon. Und damit hat man seine ganze Ermittlung aufgezeichnet und abrufbereit. Da sieht man, dass dieses OCam ist ein Bildschirmrekorder. Also er nimmt jetzt den Windows, die ganze Oberfläche auf. Genau. Ja, zum Schluss einfach alles wieder schließen. Auf das Windows-Symbol drücken. Herunterfahren. Tablet fährt herunter. Und aus. Und das war's. Das Ganze ist sehr leicht zerlegt wieder. Einfach den USB-Stecker abziehen. Nicht vergessen, den Schalter auf auszuschalten, der die Kinect speist. Man sollte die Batterien ohnehin jedes Mal vor jeder Ermittlung einmal durchmessen, zumindest kontrollieren oder gegebenenfalls austauschen. Das Tablet rastet ganz leicht an. Schließen. Halterung abmontieren, die Schraube am besten unten wieder reindrehen, ich habe die schon ein paar Mal verloren, und zwar wirklich so weit reindrehen, das Gewinde hört irgendwann auf und da ist es dann glatt, dass es hier durchgeht, weil dann kam es nicht raus. Mhm. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Geisterjagd, Happy Huntings und viel Spaß mit unserer Kinect.